dunkle Hallo Grüße. Und herzlich willkommen. Und dunkle Grüße vor allem. Das hätten wir absprechen sollen. Synchron. So. Ja, oder auch nicht. Zurück bei Conan Exiles. Heute mal haben wir Erich immer noch rausgeschmissen, weil er doof ist. Dafür haben wir den Renewahn dabei. Ja, moin. Der totale Noob hier im Spiel. Level, welchen bist du? 2, 3, 4? Nee, Level bin ich, glaube ich, schon 13. Boah, wow, Level 13, nach ungefähr 10 Spielminuten. Naja, das geht fix am Anfang. Ist ja auch festgestellt. Ich bin durch die Gegend gelaufen, Level up. Hä, was? Ja, das geht noch fix, wie gesagt. So, wir hatten mal wieder das Problem, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich habe den Fehler gefunden im Server in den Einstellungen. Das war wohl so dummer gesetzter Haken, der automatisch drin war. Dass wir wieder mal gestorben sind beim Server-Eintritt und keine Ahnung und überhaupt und sowieso. Und alle Sachen wieder weg sind, wir neu farmen müssen und jetzt wollen wir ein bisschen Eisen holen. Und ich sehe bereits da drüben ein anderes Haus. Das da dürfte ein Kumpel von Erich sein, der sich auf dem Server einlistet, wenn ich mich richtig erinnere. Was, da hinten? Ja, ja. Diese Insel da vorne. Egal. Lasst uns doch einfach mal Eisen farmen, holen, tun, machen gehen. Also für Redemann heißt das... Ich weiß noch gar nichts von den Kumpel. Was? Das habe ich heute erst selbst erfahren von Erich. Achso. Hätte mich angefragt, ob er darauf kommt auf dem Server. Ist ja okay, das hat mich alles so gesagt, aber wusste nicht, dass er so schnell schon was baut und so weiter und so fort. Ja, also für Renewahn heißt es erstmal folgen. Er weiß aber gar nicht, wo es lang geht. Ja. Ansonsten. Ich sehe gerade Steine sind gar nicht so schwierig hier. Nö. Und die respawnen ja auch nach einem gewissen Zeitabstand. Ist ja keine prozedurale, sondern einfach eine fertige Welt. Nicht so wie im Beloved 7 Days to Die. Da. Nur noch Stamina. Ja, da muss man aufpassen, no. Jetzt haben wir keine Pfeile schießt, ne? Können wir ja auch die Schlange eigentlich vergessen, wenn wir gerade so einem was mal angehen wollen würden. Ich kann auch schießen. Aber hast du auch die vergifteten Pfeile von Erich? Nö. Ja, dann glaube ich, kann man es erstmal vergessen. Wo müssen wir denn hin eigentlich, um Eisen zu farmen? Nicht so weit, wenn man weiß wo. Einfach ein bisschen nachlaufen, da vorne kommt es dann irgendwann. Eine nette Antilope hier. Ja. Und wenn du hier an der Seite rechts, links schon so schwarze Klumpen siehst, wie den zum Beispiel, das ist die Kohle, die wir noch brauchen. Die könnt ihr gerne abfarmen, die Kohle. Ich werde mich auf das Eisen spezialisieren mit meiner Stahlpickaxe. Oh, schade, das war's schon. Und wenn der Inventar voll sein sollte, kannst du erstmal sowas wie Steine rausschmeißen. Die sind nicht so relevant, wenn wir auf Eisen- und Kohlesuche sind. Kriegst du ganz schnell wieder. Genau. Oh, was ist hier mit den Spinnen? Die kannst du gerne angreifen? Ja, total. Ah, und nimmt ganz Schaden. Ich brauche noch ganz viel Seide. Jetzt. Ich brauche noch ganz viel Seide. Aua. Lass sie mich halten und so. Ich brauche Seide. Ja. Anvisieren kannst du Gegner mit Q, falls du noch nicht weißt, Renewahn. Ach, mit Q? Ja, also standardgemäß. Cool. Ja, ha. Quasi. Noch eine Spinne. Ja, hier ist sie zuhauf in der Spinnenwüste. Hinter uns eine. Ach ja, alle Waffen haben so einen anderen Spezialeffekt. Ich weiß nicht, was dein Dingenschwert macht, aber meine Doppelschwert zum Beispiel haben einen Verblutungsangriff. Ich glaube, die Warte, ich Sachen... Ich kann kurz drauf gucken. Wo sieht man das denn? Aufklicken? Cripple ist das, glaube ich. Ah ja, genau. Verkrüppeln hast du. Ich glaube, das hat Samira auch. Hier ist auch Kohle übrigens, wer doch sammeln möchte. Zweimal, ja. Oben drauf auch. Oh. Und da gibt's doch abgetrennt irgendwie. Ich weiß aber nicht, was das macht. Wahrscheinlich extra oder sowas. Und ich hab noch einen vierten Effekt, aber keine Ahnung. Lass mich hier leider mal durchhacken. Aue. Was macht Gossamer? Diese Spinneneier. Sag, Spinneneier brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Ja, brauche ich. Oder? Brauchen wir doch. Ach, da oben. Ja, brauchen wir ganz viel. Die brauchen alle Spinneneier der Welt. Spinnnetze und so. Ja, dann sag Bescheid. Ich schmeiße die raus. Ach, wir können doch hier noch alles tauschen. Alles gut. Nee, brauchen wir. Sammel ein. Das wäre geil. Da riecht es hier, wa? Boppa. So oben drauf. Ja. Den hab ich gesehen irgendwo. War denn das hier? Ja, also wie gesagt, wir wollen Eisen und Kohle farmen, ne? Und Spinneier und natürlich auch. Und ich schmeiß den Stein erstmal raus. Oh, Hilfe! Ich bin hier oben, Hilfe! Ja, selber schuld. Was gehst du da auch lang? Was?
Na, hier oben ist Kohle. Ich hab hier ja, drei Spinnen. Könnte Hilfe gebrauchen. Ich komm ja schon. Oh, anstrengend, hell zu sein, ne? Ah, ja, ist wirklich wahr. Die ganz große, die Gift macht. Ah. Hab dich mal nicht so hier. Mal, ich, mal. Ach so, man kann ja tatsächlich so. Ja. Krasse Sache. Sehr Zelda Breath of the Wild orientiert, würde ich behaupten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich weiß nicht, was ich zuerst da war, ehrlich gesagt. Wo sind die anderen hier? Kohle. Ja, hier ist noch mehr Kohle, Samira. Ja, deswegen bin ich ja hier oben raufgeklettert. Nee, du hast aber die Spinnen gehabt, oder sehe ich genau? Ja, und jetzt nicht, auch, ich habe heute ein Messer, sondern mit einer Axt. Was ist ich da los? Ich habe kein Abholzmesser. Ach so, da du hast. Nein, okay, dann kannst du mir eins herstellen, du hast gesagt, nö. Ja, ging ja auch nicht. Nö, ging nö. Ja auch nicht. Ja, was soll ich machen? Wenn es nicht geht, geht's halt ja, nicht. Nö. Ja, das Leben ist grausam, brutal, gemein, unfair. Man sieht ja auch nichts. Groß und gut an ein. Ich keine Spinneier mehr. Ja. Komm, Spinni, Spinni. Wieso laufst du denn schon hier so weit vor? Wer? Also ich bin da, wo vorn waren. Ich bin hinter dir. Okay. Ihr seid bloß vom Weg abgekommen. Ein bisschen. Hier viel gesplattert. Das täuscht. So, erstmal Stein rauswerfen. Bist du schon voll oder was? Ja, ich bin schon wieder bei 75%. Ja, geht fix anfangs. Man kann ja auch entsprechend hier ein paar Attributen, Belastung oder. Ja, ein bisschen was habe ich da tatsächlich schon genommen. Oh ja, nicht auf Kohle. Also ich für meinen Teil jedenfalls, wie gesagt, Survival mache ich halt erstmal den ersten voll, um unterwegs auch Fleisch essen zu können von jedem Vieh. Und danach mache ich es irgendwie einfach alles bis auf, weiß nicht, wahrscheinlich Precision, auf Englisch dann, mache ich auf 1 mindestens und Vitalität erstmal auf 3, damit man automatische Lebensregeneration hat nebenbei. Das ist ganz praktisch, aber es dauert halt eine Weile natürlich, bis du auf den dritten Level da kommst. Immer auf die Kohle. Fällt mir ein, ich kann dann tatsächlich auch noch mal weiter was raufpacken hier. Juhu. Stufe 1 auf Survivor ist durch. Yeah. Und mehr brauchst du da auch nicht. Und tatsächlich auch dieser Effekt, der da steht, der Haupteffekt, also ohne diesen Stufenbonus da immer, der ist obwohl sehr, sehr niedrig, habe ich überall gelesen. Das bringt nicht wirklich was. Mir geht's da eben wirklich um die ersten Punkte, dass man auch... Wollen wir da mal reingehen? Nee, jetzt gerade nicht. Wir haben da oben auch ein Lager, wo es Eisen ist. Und da würde ich auch durchgehen wollen. Aber hier oben, unten ist das nicht so sinnvoll. Da ist noch Kohle. Ich bin fast voll. Ich würde, glaube ich, den Platz jetzt für Eisen aufheben. Okay, ich hole mir Eisen. Ich komme mit. Lass den Rene mal ein bisschen Kohle abhauen. Ich bin jetzt für 82. Du musst ihm die große Spinne zeigen. Nee, also die große Spinne schon mal nicht anfassen. Wo ist sie überhaupt? Ich sehe sie nicht. Heute ist sie nicht da. Hier hinten war sie sonst. Hier ist sie doch. Hier hinten ist die große Spinne. Ich sehe keine. Da ach da. Ist sie. Ja. Die schön in Ruhe lassen. Die macht dich sehr schnell tot. Ja, das Ding sieht auch nicht unbedingt so aus, als wäre es. Eier. In der Tat, ja. So, und da vorne liegt das Eisen an den Felsen. Aber das baue ich erstmal selbst ab, weil, wie gesagt, ich habe halt die Stahlpickel. Und damit habe ich ja mehr Erfolgsrat und so weiter. Aber die das Spinne und so weiter. Das ist einer von dem Dorf gleich oben auf dem Fels drauf. Aua! Haha, also die Seite. Ich hab mir gerade auch eine eingefahren. Zack. Ja, nix du. Juhu! Oh, weg! Lass mal die Spinnenruhe da drüben, du. Ich mach ja gar nichts. Aua. Hilfe gebraucht. Mach mich grad fertig. Er braucht Hilfe. So, der Kopf ist ab. Mitbringen? Nein, lass sie, wo sie ist. Ihr könntet schon mal oben das Dorf kaputt machen, wenn ich unten das Eisen farme. Damit ihr auch was zu tun habt. Tierhaut, Tierhaut, ich brauch Tierhaut. Ein bisschen so an mit. Ein bisschen wegbleiben kann ich nicht. Mann. Aber ich weiß echt nicht, ob ich das Eisen, weil ich noch neulich im Inventar hatte, in den Ofen gelegt habe. Oder ob es echt als weg ist jetzt. Die große Spinne kommt hier rüber. Ist das gut oder nicht? Das ist total gut. Gibt nichts Besseres. Ah! Na, die kommt zu mir. Das ist richtig schlecht. Hoch ins Dorf. Alles ist besser als die Spinne. So, warte, eine im anderen. Warte. Lass die beiden rauslocken, sonst hast du alle nicht am Hacken. Wie ist kommt der dritte? Zack. Ach
Was wir übrigens brauchen, sind neue Sklaven mit, also neue Trägersklaven, damit jeder mal so ein Trägerding tragen kann. Mhm. Hey, ja, ja, aua! Hey, gut. Das war ein Lockdown. Heavy, ey. Das zieh ich ab. Einer weniger. Die anderen beiden? Hopp. Hopp. Zack. 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 Kopf ist ab. Das ist ja. Das kommt schon mal vor in so einem Kampf. Haben die auch irgendwas Sinnvolles bei sich? Oh, da war gerade eine die Klippe runter. Ey, du schießt mich hier an. Achso. Oh, nee, den Kellner, der ist ja ekelhaft. Den Water Orb nehme ich mal mit, ne? Ja, mach das ruhig. Wow, so, ich bin schon überlastet. Jetzt habe ich alles voller Eisen. Ich brauche einen, der mir was abnimmt. Monumente. Monumente? Ein. Ich muss auch mal kurz mal regenerieren. Ach, ich habe eine Blutung. Verdammt, ich muss runter. Ich muss weg. Ja, die Kellner verbluten gerne. Das ist schon eine Sauerei. Verdammt. Wie ein Fleischermesser. Sag mal, kannst du es mal sein lassen? Ja, gerne. Zack. Gib mir deine Pfeile. Oh, beide deine Arme ab. Ja. Dab, dab, die Wasser. Dab, 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 die Kugeln sind immer gut, ja. Irgendwo hier oben war noch was. Das war schnell degeneriert hier. Wie? Hier ist ja noch jemand. Hä? Wie ist da jemand? Nein, ich bleibe am Anfang wieder zur Hälfte rum. Aua. Oh, ich dachte, ein richtiger Mitspieler. Nee, ja, das glaube ich weniger. Leuchtende Essenz. Purified Water, das ist doch gut. Was passiert, wenn man sich das Water Orb reinzieht? Nix. Nix. Das ist ein Wurf, was, ein Wurfdings. Wie Ei, du mich auch. Hier sind Ironhead Arrows drin, wenn jemand baut. Ich persönlich schieß rein mit Bogen, daher ich nicht. Aua. Was? Will mein Herz aufessen? Ja, eine, wollen wir sie alle? Eine Kehr. Nein, bist du. Zack, zack. Ich muss mich wieder mal regenerieren. Ah, das ist normal. Ich komm mehr Richtung Encumberment rein. So. Hab ich dich schon mal wieder mal ein Level, damit ich das mal. Nee. Wo habt ihr jetzt Pfeile gefunden? Ich sehe keine. Die sind hier in der Truhe drin, warten. Achso, in der Truhe, achso. Bis der Rene waren, die sich gerapscht hat. Nö. Warum sollte ich? Weiß ich nicht. Weil du geiler Pfeile bist vielleicht? Gibt ja solche Leute. Manche heißen Erisch. Also wer da was tragen kann, einmal Eisen hier, zweimal Eisen hier, dreimal Eisen hier. Ein bisschen geht dann. Brauche ich nur bald was zu trinken. Ich nehme nur Iron Stone. Ja, die Ansteine können wir dann. Jetzt bin ich aber ja auch. Oh, 104%. Oha. Too much. Ja, dann sind wir ja komplett voll, wenn jetzt nichts mehr geht. Ich bin auch überladen. Ich kann noch ein bisschen. Steine habe ich extra schon liegen lassen. Einen schmeiß ich weg. Jetzt bin ich bei 98% Belastung. Ich kann auch noch ein bisschen tragen. Ja, ja, dann nimm das. Und dann das Drehen aber noch was wegschmeißen. Ja, ich mach mal das Splitting auf 100. Wohl 100 reicht ja schon. Kann ich den hier nochmal splitten? Nochmal. Einfach das. Er ist schon etwas schneller hier. Hier liegen noch 25 Willen. So, dann erstmal zurück zum Haus. Renewan, wenn du ein Item im Inventar hast und irgendwo rüberziehen möchtest und dabei Shift gedrückt hältst, kannst du genau aufteilen, ne? Ach so. Kannst du exakte Zahl. Das ist, glaube ich, auch erst ein Patch jetzt so. Vorher war es immer so über 50-50 gewesen. Das ist ganz schön nervig, aber so ist es einigermaßen komfortabel. So, ab nach Hause. Mhm. Das war die erste Fuhr, wo den Ofen muss. So, ich hab mir jetzt mal kurz mal wieder ein bisschen Aloe reingehauen. Gibt's da nicht irgendwas, wie man seine Stamina verbessern kann? Die Ausdauer? Das ja, ist ja, klar. Eben, also die Ausdauer, ja, nicht die Dinge. Ja, gibt's auf jeden Fall. Unter Attributen Agility, ja, genau. Da muss ich auch mal was reinpacken. Das ist definitiv der nächste. Okay, im Deutschen heißt es Stehvermögen. Hätte ich jetzt vielleicht nicht damit übersetzt, aber okay. Stehvermögen kenne ich von woanders, das hat aber jetzt mit Laufen eher weniger zu tun. Ich finde das schon sinnvoll, Stehvermögen, aber Agility finde ich da für Ausdauer irgendwie nicht wirklich treffend. Ja, ich weiß nicht, also eigentlich hätte ich jetzt auch gesagt, Dexterity ist eigentlich eher das, was man. Eher das, kennt. Ja. Wieso bist du gestorben, Fass? Was machst du für Sachen?
Nein, ich wollte es nochmal mit der Wand ausprobieren, aber ich kann das immer noch nicht so gut. Ach Mensch. Kleine Frage, wie kriegt man eigentlich, kann man eigentlich Items wieder reparieren? Oder kann man das überhaupt? Wenn du die bauen kannst, kannst du sie reparieren, sonst nicht. Und dann kannst du eben auf das Item raufklicken und dann die entsprechenden Button dazu. Meine brauchst aber auch natürlich Materialien dafür im Inventar. So gut, kann denn jemand mal nachher mein Schwert reparieren? Das ist schon zu einem Drittel runter. Das geht bestimmt. Aber dafür zum Beispiel lasse ich auch immer ganz normale Steinwaffen bei mir drin im Inventar, die einfach so reparieren können on the fly. Und macht halt meistens die schwachen Gegner tot und halt mir halt die schweren Waffen für schwere Gegner immer übrig. Hm. Bist du jetzt auch da? Gibt ja auch Sinn. Ja, ja. Man hat nur ein bisschen mehr zu tragen dann. Das ist dann der kleine Malus, den man hat, aber naja, es geht schon. Juhu! Was du machen kannst, wenn du runterspringst, zur Wand gucken und dann, Leertaste beim Fallen. Tu's nicht, es klappt nie. Normalerweise geht's. Normalerweise geht's. Nein, tu's nicht. Bei Samiras geht's nicht. Ein Alligator. Das ist so eine Spezies, die ist dagegen immun irgendwie. Ja, kann nicht so gut an der Wand runterrutschen. Nee, kein Spider-Girl. Ich drück dann C, weil ich wieder Enter drücke, dann fall ich verbunden. Alter. Für alle anderen ist das ein extrem cooler Move, der auch lustig aussieht. Gib ihm Renewahn. Irgendwo. Ja, ich habe jetzt tatsächlich auch schon zwei Sachen bekommen. Jetzt muss ich bloß nochmal eine Attacke blocken. Ich glaube, das hier ist neu, der Rundgang beim Turm. Und nicht? Nö, der war schon. Der Rundgang, echt? Mhm. So, Erich hat sich hier einen kleinen. Sehr niedlich jetzt, dass er sich gebaut hat. Oh. Er ist unconscious. Kann man da irgendwas machen? Wer ist er? Bei Erich. Liegt er da drin? Ja, der liegt hier drin. Bewusstlos. Ist ja faszinierend. Ja, solange ich an Durst stirbt, ist das egal. Aber komm mal, der müsste ja auch eigentlich tot sein dann, wenn er. Weil die Serviceoption jetzt aktiviert wurde. Wir müssen ihn jetzt ans Rad der Schmerzen binden, er ist bewusstlos. Finde ich auch voll gut. Hat er verdient auf jeden Fall. Das geht? Nein. Halte ich für unwahrscheinlich. So, alles Eisen, was ihr vielleicht gesammelt habt, bitte in die Öfen verteilen. Am besten möglichst gleichmäßig. Alles, was wir gesammelt haben, in die Öfen. Auch die Kohle? Nein, die Kohle, die kommt am besten in den Trockner zum Reinhängen. Einfach nur reinhängen, dann kommt dann, was kam dabei raus? Öl. Mehr? Ja, genau. Öl kam raus. Richtig, Öl war's. Ja, aber ein bisschen Kohle brauchen wir doch auch noch so für Fackeln oder so. Naja, Fackeln finde ich so relevant, aber ein bisschen Kohle, wenn wir es dann brauchen, kann man immer noch aufheben. Ja, ist richtig. Ich heb mal ein 100er Stack einfach auf, ja? Nee, Teer kommt raus. So rum war das. Teer, ja genau. Und aus Teer macht man dann Stahlfeuer. Braucht man dann Stahl macht. Auf jeden Fall... Ich nehme ihn immer bitte zu mir. Dankeschön. Für alles, was du halt... Brennmaterial brauchen wir Holz am besten, weil Kohle ist irgendwie wegen der Ölgeschichte, vielleicht wegen der Teergeschichte wertvoller als fürs Brennmaterialzeug. So. Kann ich das Ding abgeben wieder an den hier? Zack. Hier haben wir eine Waffe in die Hand. Jawohl. Wunderschön. Dann brennt das Eisen wieder durch. Das dauert zum Glück nur ein paar Jahre. Was sagt das Stahlfeuer? Da haben wir schon ein bisschen was, siehst du. Das Torch. Ja. Ach, Rinde brauchen wir hier. Ach so. Ich gehe mal ein bisschen Rinde sammeln. Auf jeden Fall sehr wichtig. Rinde. So. Ich brauche einen Baum. Da ist ein Baum. Zack, bumm. Ich müsste noch Level hinsteigen, kann ich die verbesserte Version von Werkzeug- und Waffenverbesserung herstellen. Ja. Verbessert Verbesserung. Das ist immer gut. Ja. Juhu, die Fackel hält jetzt schon mal 20 Minuten statt 4. Das ist schon mal etwas. Also die Wandfackeln zum Beispiel, glaube ich, halten ewig. Ja, das möchte auch sein, ne? Aber. Also Handfackeln selbst habe ich nie benutzt im Spiel, weil. Wozu? Braucht man eigentlich nicht. Ich glaube, zu dunkel wird es eigentlich per Default nicht. Zack. So, ich balle die nächsten Sachen erstmal in Agility rein. Tue er dies. Ja. Oh, ich kann wieder einige Sachen. Zack, 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 zack. So, und bei einer nächsten Tour dem bei, also Rinde farmen oder aber Steine ist immer nicht verkehrt. Holz haben wir auch ziemlich viel in der Kiste drin. Ist die Kiste nicht mehr voll mit Steinen? Nicht mehr so voll, glaube ich, nein. Echt?
Die wurden ja größtenteils schon zu Ziegeln verarbeitet. So. Und da sehe ich gerade den Timer. Er sagt nämlich, die Folge ist aus und vorbei, ihr Spasten. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Conan Exiles. Und bis dahin, ne? Gehabt euch wohl, liebe Leute. Ciao. Ciao. Tschüss.